Mein Lieblingsteilchen diese Woche ist dieses Oberteil, weil mir dieser Druck so gut gefallen hat. Ja, und woran erinnert uns das? Ich finde, es erinnert so ein bisschen an Batik, aber gleichzeitig auch irgendwie ans Meer. Also ich finde, es erinnert ein bisschen an Seesterne oder ja, eigentlich Seesterne. Ja, und irgendwie das in Batik-Optik, und das fand ich halt auch diesen Kontrast mit Weiß und dunkelblau, also teilweise ist es ja fast wie schwarz, ja. Ziemlich schön und passt auch ziemlich gut zu diesem Look, den du jetzt gewählt hast. Wir haben eigentlich einen Business-Look gewählt, aber wollen den ein bisschen auflockern und dadurch auch dieses bunte Oberteil. Dazu einfach eine schwarze enge Röhre, ein paar hohe Schuhe und einen schönen Blazer. Und der Blazer hat auch hier auch nochmal so ein bisschen blau-weiß gestreiftes Innenfutter und auch die Knöpfchen sind so ein bisschen maritim. Genau, was ja irgendwie halt ganz gut zu diesem Look passt. Du hast ja auch einen Top drunter gezogen, weil das ja sonst sehr weit ausgeschnitten ist. Ja. Was in diesem Falle halt für so einen Business-Look auch definitiv empfehlenswert ist. Und dazu einfach einen schlichten Ring, schwarz und ein paar kleine Ohrringe und schon ist man gut gekleidet, aber auch nicht zu overdressed. Mit einem weißen Taillenrock wirkt das Ganze natürlich gleich viel sommerlicher. Und trotzdem haben wir es halt so ein bisschen maritim hier gehalten. Und ich habe Holzaccessoires dazu gewählt und auch keinen Top drunter, weil die Kette ja genügend schon hier verdeckt. Und als Schuhe passen hier jetzt ja auch schwarz, weiße und blaue. Ich habe jetzt mal weiß und blau dazu angezogen mit jeweils auch Holz. Absetzen und ja, das Weiße, das per Perms quasi wirkt ein bisschen klassischer und der ist ein bisschen stylischer, je nachdem wie man mag. Und als Jacke passiert so sehr gut so ein kurzer Trench in allen möglichen Farben. So, einfach zumachen und fertig.